Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Kursgewinne durch Börsensektoranalyse. Selbstverständlich machen wir dieses Webinar wie immer mit Carsten Berger. Ich freue mich sehr, dass er heute Abend wieder mit uns diese Veranstaltung macht. Und ich freue mich, dass Sie heute Abend live dabei sind. Wir schalten direkt mal, oder ich schalte besser gesagt, zum Risikohinweis. Ach ja, fast vergessen, für den einen oder anderen, der neu dabei ist. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und wir schauen uns hier eben jetzt den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Auch wie immer, unabhängig vom Inhalt, müssen Sie ja Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn der Carsten vielleicht heute über den einzelnen Titel heute spricht oder Einzeltitel besser gesagt. Gut, also, lieber Carsten, dann darfst du sehr gerne jetzt den Bildschirm haben. Ich wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Vielen Dank, Nelson, für die nette Ankündigung, wie immer. Ich freue mich riesig immer auf diese Veranstaltung hier bei FX Flat Ja, wir und uns auch. gemeinsam, ja, und vor allen Dingen auch mit, denke ich mal, den Teilnehmern, weil das immer sehr interaktiv ist. Ich wähle, während ich hier spreche, nochmal den richtigen Bildschirm aus. Freue ich mich besonders drauf, immer auf die Interaktion. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, schreibt das einfach dabei Fragen rein. Ich habe mir das hier geöffnet. Ich gucke da drauf mit dem rechten Auge, mit dem linken auf den anderen Bildschirm und dann gehe ich gerne auf eure Fragen ein, denn es ist eine Chance, hier einfach Dinge, sage ich mal, besser zu verstehen. Und wenn ihr mich direkt hier am Draht habt, dann stellt doch einfach eure Fragen. Das macht dann auch viel mehr Spaß, weil es intensiver dran ist an der Sache. Okay, dann fangen wir einfach mal an. Und zwar ist es doch so, dass jeder, der im Endeffekt, sag ich mal, an der Börse teilnehmen möchte, eine Strategie haben sollte. Ohne diese Strategie, es wird schwierig, bestimmte Aktien zu finden. Nach welchen Kriterien sucht man? Ja, nach welchen, was schaltet man aus? Die Riesenauswahl in Amerika bedarf ja auch einer Einschränkung, ja, vielleicht eine Art Screener oder so. Das heißt, ihr müsst Kriterien haben, wo ihr sagt, das ist vielleicht ein Markt, der mich interessiert. Man kann natürlich Zeitungsartikel nehmen, Branchen, die vielleicht gerade immer Zeitungen, in der Börsenzeitung irgendwo gehypt werden. Man kann sich aber auch selbst Gedanken machen. Also man muss sich immer hinterfragen, gehe ich den News nach, die gerade so gehypt werden, und lasse ich meine Meinung dadurch beeinflussen? Oder nehme ich diese Meinung, die Fettzahlen und so weiter oder Unternehmenszahlen zum Beispiel wahr? Aber wie gehe ich damit um? Habe ich da eine Grundmeinung zum Markt? Also wenn ich jetzt mal den Markt allgemein sehe, das wäre jetzt hier zum Thema Marktklima quasi, was ganz oben steht bei mir, würde ich jetzt fundamental oder die Umstände sagen, Mensch, die Inflation ist hoch, die ist zwar jetzt gesunken in Deutschland, ist aber eigentlich schlecht. Die Konjunktur, wird vielleicht gebremst durch die ganzen Umwelt. Sachen, die jetzt neu gebaut werden müssen und so weiter und so fort, dann hätte ich vielleicht eine negative Meinung zum Markt. Und diese negative Meinung, die ich bekomme durch das Fundamentale, vielleicht im Hintergrund, wirkt sich bei den Trade-Entscheidungen vielleicht aus. Also ich meine, Sie sehen im Chart, der Markt steigt aus der Korrektur raus und ich habe diese negative Meinung zum Markt und dann sage ich mir, nö, eigentlich müsste der Markt doch fallen. Und dann lasse ich diese Trade-Möglichkeit aus. Und von daher nehme ich das alles wahr, weil ich versuche, das einfach auszublenden. Ich bin ein Typ als Mensch, der so eine Reizüberflutung an Informationen im Endeffekt nicht mag. Ja, also ich versuche das immer auszublenden. Das ist das Thema heute. Das heißt, ausblenden und auf die Fakten, das sind die Preise letztendlich, die man auf dem Chart sieht, zu konzentrieren und die vom Schema her Outperformer zu finden. Das ist im Endeffekt das Ziel. Das heißt, dass ich mir sage, wie liegt der Markt im Allgemeinen? Welcher Index? Das heißt auch, welches Land ist interessant? Überwiegend Amerika und Deutschland. Und welcher Sektor wird da im Endeffekt gespielt, damit ich die Auswahl einschränken kann? Das, was ihr hier im Endeffekt wie so ein Sonar seht, passend zur Perlentaucherstrategie. Okay. Den Risikohinweis hat er schon gemacht. Einen kleinen Zusatz mache ich, Interessenkonflikt. Logischerweise kann ich den einen oder anderen Wert zeigen, den ich vielleicht selbst habe.
besitze oder eine Person in meinem Umfeld. Ja, da könnte also ein Interessenskonflikt bestehen. Die Stimme, die ihr hört, das bin ich, Carsten Berger, 55, komme aus einem ganz anderen Bereich als der Finanzwelt. Ich komme im Endeffekt aus der Verwaltung und zwar als Polizeibeamter habe ich fast 30 Jahre bei der Berliner Polizei gedient und dort eine Spezialdienststelle geleitet. Heute, und das ist meine Leidenschaft schon seit dem 17. Lebensjahr, im Endeffekt verwalte ich das kleine Geld, was ich am Anfang hatte, selbst und bin, glaube ich, damit ganz gut gefahren, indem man sich selbst informiert und sich nicht den Banken ausliefert. Nehmen wir mal als Beispiel, was in Amerika passiert ist, dass die entsprechenden Bankmanager in, sage ich mal, Anleihen investieren, obwohl sie wissen, dass die Zinsen steigen werden. Also das ist ja völlig plemplem, das weiß ja eigentlich jeder, dass dann der Preis der Anleihe fällt, weil ja die aktuelle Zinssituation höher ist als die erworbenen Zinsen in der Anleihe. Also das ist sehr suspekt, finde ich. Und von daher kann es nicht schaden, wenn man sich selbst, sage ich mal, Dinge anliest. Ja. Okay, dann fragen wir uns natürlich, was ist überhaupt der Sinn dieses Webinars? Ist klar, zum einen möchte ich einfach euch, sage ich mal, Anreize bieten und überhaupt Hinweise geben, wie man die Marktlage richtig bewerten kann. Richtig ist immer natürlich aus Sicht des Betrachters und zwar aus meiner Sicht, aber vielleicht könnt ihr die ein oder anderen Gedankengänge hoffentlich nachvollziehen. Dann ist natürlich die Frage, wie kann ich Outperformer-Branchen identifizieren und was ist der Hintergrund eigentlich dessen, warum ich so einen Gedanken habe, einen Outperformer zu finden? Ist ja klar, es gibt ja immer Branchen, die sich besser entwickeln als eine andere. Und warum soll ich mich mit Aktien auseinandersetzen oder nach Aktien suchen bei einer Branche, die überhaupt nicht richtig performt, also nichts auf den Teller bringt im Endeffekt oder aufs Konto? Das heißt, ich kann den Markt schon allein dadurch die Auswahl einschränken. Ja, und das ist ein extrem wichtiges, sage ich mal, Element, um nicht, sage ich mal, in der Breite des amerikanischen Marktes zu versinken. Ja. Und wenn ich so eine Branche identifiziert habe, dann ist es vielleicht auch ganz wichtig zu wissen, genauso wie beim Markt, wann steige ich denn ein? Und das ist das Thema Timing, wann ich dann mich in den Rechner setzen sollte, wann ich dann screenen sollte, wann ich mir die Arbeit überhaupt mache, zu sagen, jetzt gucke ich mir mal Werte an. Es gibt auch Tage, da weiß ich, ich habe frei. Ja, was jetzt den End-of-Day-Markt im Endeffekt, das heißt, ich trade im Endeffekt und kriege Signale nur dann, wenn der Markt geschlossen hat, dann rechnet mir mein System das aus und gibt mir Hinweise darauf, ob ich jetzt am nächsten Tag dort Trades eröffnen sollte oder nicht. Von daher ist es recht hilfreich. So sieht das aus, das kennt ihr alle vom Index, im Endeffekt die Auswahl, das war das, was wir am Anfang gesehen haben, die Branche, dann die Aktie und immer spielt im Endeffekt das Gleiche. Das heißt, ich analysiere den Index, die Branchen-ETFs im Endeffekt und die Aktie genau gleich nach den gleichen Kriterien. Da muss man also nicht umdenken. Ja? Wenn ihr Fragen dazu habt, rein damit. Wir schalten jetzt nämlich um in die Live-Software. Und kurz davor blende ich nochmal meine Homepage ein und zwar unter tradercoach.de. Könnt ihr alles, was meine Strategie anbelangt, das gerne vertiefen. Ja, wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr im Endeffekt die Beschreibung. Ich habe da auch beim VTAD einen größeren Artikel der Monatsausgabe geschrieben. Es gibt auch nochmal ein Video, was eingehend auf diese Kriterien bei der Strategie eingeht, zum besseren Verständnis. Da könnt ihr nachschauen und ihr könnt nochmal 5-Minuten-Videos, natürlich kostenlos, wo die einzelnen Kriterien nochmal erklärt werden, die Outperformance, Volatilität, Top-Down-Prinzip und so weiter, relativ gut erklärt in so einer Art Erklärbär-Videos. Ja. Okay, natürlich könnt ihr auch euch zu weiteren Webinaren anmelden, wenn ihr das möchtet, oder sogar zum Newsletter. Schaut euch mal um auf der Homepage, gibt es einiges zu lesen. Okay. Wie kann man sich einen Überblick über den Markt machen? Schreibt doch mal rein, das interessiert mich einfach nur ein Stichwort. Wie macht ihr euch einen Überblick über den Markt? Also wie legt ihr eine Meinung fest und sagt, na, ich habe jetzt irgendwie, ist jetzt die Zeit, dass ich long gehe? Was
Sind so ein, zwei Kriterien oder was macht ihr da? Wäre nett, wenn ihr da einfach mal ein, zwei Sachen reinschreibt bei den Fragen, wie ihr das macht. Also das interessiert mich brennend, weil das ist, glaube ich, das zentrale Thema, wenn ich weiß, okay, jetzt kann ich etwas tun und jetzt muss ich etwas tun, um den Markt, sage ich mal, zu analysieren. Der Klassiker ist ja eigentlich, dass man sich Charts anschaut. In dem Fall ist es die Agena Trader Software, es sind auch einige bei, die wissen das im Endeffekt, wie ich das, ja, welche Software ich benutze. Das kann man aber auch mit jeder anderen Chartsoftware im Internet machen oder mit der TWS Trading Workstation bei FX Flat zum Beispiel. Ja. Oder bei den CFDs, da gibt es ja auch Charts im Endeffekt von den Indizes. Auch da könnt ihr euch eine Meinung bilden. Tobias schreibt, vielen Dank dafür. Er macht das mit einer Heatmap und prüft, überprüfen von Global auf Branche. Sehr gut, da gibt es auch verschiedene Seiten im Internet, wo man das im Endeffekt machen kann. Einfach mal googeln, Heatmap und so weiter, da könnt ihr das machen. Das ist im Endeffekt nichts anderes, so eine Heatmap, was ich hier im Agena Trader habe, dass hier die monatliche Performance meinetwegen aufläuft, absteigend, die wöchentliche und dann die tägliche. Dann sehe ich ja im Endeffekt, wo sollte ich da sein? Das ist jetzt nicht der Monat vom 1. bis zum so und so vielten, sondern die letzten 4 Handelswochen. Ja, genauso wie die letzte Woche nicht von Montag bis Freitag ist, sondern die letzten 5 Handelstage. Ja, da kriege ich ja schon mal einen Eindruck darüber, okay, welcher Markt wird denn gerade hier gespielt? Okay, die andere Möglichkeit ist natürlich zu sagen, ich schaue mir alle Charts an. Das kann man natürlich auch machen, damit ich weiß, okay, welcher Markt ist gerade der interessanteste und wie kann ich da einen Einstieg und so weiter finden. Ich habe mir das hier im Endeffekt so sortiert. Man kann das auch so sortieren, wie ich gesagt habe, je nach den prozentualen Angaben. Hier ist so eine Art Trenddynamik, da ist es absteigend und ihr seht, das gibt sich fast aus. Ja, also die schlechten Werte stehen fast unten und die guten Werte stehen im Endeffekt oben. Ja. So. Wenn ich natürlich Outperformer handeln möchte, dann sollte so ein Markt besser performen als ein Index. Wenn ich das hier mal gegenüberstelle, dann sollte alles, was sich oberhalb der Nasdaq, das ist der Index Nasdaq, bewegt, viel interessanter sein als Nasdaq selbst zum Beispiel. Ja, grob gesehen erstmal, damit man eine Auswahl hat. Mit den absteigenden Indizes darunter oder den Branchen, bräuchte ich mich ja theoretisch nicht beschäftigen, weil ja das Geld hier oben besser angelegt wäre als auf den unteren Seiten. Rein vom Gedanken her. Bedeutet auch, ich kann hier relativ schnell selektieren, und ihr auch, und zwar durch diese Prozentualanzahl, welche Märkte einer genaueren Betrachtung bedürfen einfach, ja. Und ich unterscheide dann zum Beispiel auch, ob ich in den deutschen Markt gehe. Da war ich sehr, sehr lange unterwegs. Im Endeffekt ein paar Monate eher als im amerikanischen Markt. Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Der deutsche Markt bis auf den DAX, der macht sich noch ganz gut. Das werden wir uns gleich anschauen. Aber man sieht, der DAX steht hier oben und der MDAX für die mittleren Werte hat relativ gut verloren. Man sieht auch den S&P 500 im unteren Drittel. Und was sieht man noch hier unten schön? Wo ist denn der S-DAX hin? Da ist der Tech-DAX, der C-DAX für die allgemeinen Werte in Deutschland, auch im unteren Drittel. Man sieht, die sind halt ganz schön abgerutscht. Bedeutet nichts anderes, da ist übrigens der S-DAX, genau, dass ich mich dann auch auf die Werte konzentriere, die sich im oberen Drittel im Endeffekt bewegen. So, das ist erstmal die Grundeinstellung. Dann sage ich mir, okay, wenn ich das habe, dann schaue ich mir meinetwegen den Chart an. Das ist ja notwendig. Bitcoin habe ich hier nur so drin. Das interessiert mich nicht, handle ich auch nicht. Aber was mir auffällt, ist zum Beispiel Silber. Ja. Schauen wir uns mal an. Das ist der Silber Future, ob das gerade interessant ist. Man sieht, Silber war in der letzten Zeit einer der Highflyer. Man kann jetzt, sage ich mir, das Silber selbst handeln. Man kann sich aber auch eine Silberminenfirma zum Beispiel raussuchen, was ich dann eher machen würde, weil ich ja eher Aktien handle. Jetzt muss man sich fragen, wie sieht es aktuell aus? Und wie sieht die Perspektive aus? Okay, ihr wisst, und das sind auch die Elemente, die auf meiner Homepage stehen, im Endeffekt auch als 5-Minuten-Video, dass ich nach Widerstand und Unterstützung im Endeffekt sehr viel gehe. Bedeutet, das ist ein Widerstand,
sieht man hier, sieht man da. Und zwar immer, wo es wie so ein Deckel drauf liegt und wo man gegenstößt, ganz einfach erklärt. Das ist hier auf Wochenbasis im Endeffekt im Tageschart angezeigt. Und warum muss ich mir das anschauen? Weil ich ja wissen möchte, kann der Wert dort einfach durchgehen oder kann es dort zu Verwürfnissen und zu Verzögerungen in der Kursentwicklung kommen? So, wenn ich das hier noch nicht gesehen habe und würde jetzt hier unten einsteigen, dann muss ich ja damit rechnen, dass hier ungefähr das Ding vielleicht ins Stocken kommt. Ich habe keine Glaskugel, das kann auch butterweich durchgehen, ja. Aber rein vom Logischen her muss ich doch, wenn ich hier unten aus der Korrektur, und zwar dieser zeitlichen Korrektur auf der seitlichen Ebene, eingestiegen wäre, dann muss ich, je mehr der Markt ansteigt, hier oben im Endeffekt was tun? Endeffekt die Aktie, wenn der Chart dort genauso aussieht, mit einem Teilverkauf meinen Gewinn sichern oder aber einen Stop, das heißt eine Kursabsicherung, nachziehen. Also je näher von der Logik her der Markt an eine Widerstandszone kommt und ich bin in dem Trade drin, desto eher muss ich an einen Verkauf bzw. einer engeren Absicherung dieser Position nachdenken und dieses auch umsetzen. Weil eine einsetzende Korrektur hier oben kann kurzfristig sein, weil wir sind ja in so einem Aufwärtstrend, rein markttechnisch gesehen. Aber wie weit die Korrektur geht, wenn ihr jetzt hier eingestiegen seid, dann kriegt ihr hier schon Schweißperlen, weil dann ist der Kurs kurzfristig mal unter dem Einstiegswert und natürlich kann der Markt relativ schnell weiter nach unten sacken und ihr wisst gar nicht, warum ihr das im Endeffekt wieder verschenkt habt. Ja. Meine Ansicht. Manch einer sagt, na ist egal, ist ein Trend. Den letzten Stop setze ich hier drunter und dann nach mir die Sintflut. Das mag ich nicht, weil der Markt schnell, sagen wir mal, in der Korrektur auch ist und meine aufgelaufenen Gewinne dann wieder weg sind vom Konto. Ja. Und deshalb ist es wichtig, diese Zonen zu erkennen und zwar selbst zu, sag mal, reflektieren, dass es dort zu Verzögerungen in der Kursentwicklung kommen kann. Ja, und das natürlich auch in der Aktie dann sich niederschlagen kann. Natürlich ist immer Prämisse, sich dann den Aktienchart einer Silberaktie anzuschauen. Aber die wird wahrscheinlich auch auf den Silberpreis reagieren. Klar, weil sie verdienen ja ihr Geld mit dem Silberpreis, dem Verkauf logischerweise. Okay, wenn ich jetzt nicht drin bin im Silber, dann ist das für mich eigentlich eine ganz gute Konstellation. Warum? Das ist eine Wochenunterstützung, war ja mal Widerstand, dann sind wir rausgefedert und das ist ein Kriterium für mich. Ich bin ja kein Ausbruchshändler, sondern ich handle immer, wenn der Markt entweder, kurz erklärt, dynamischer Anstieg, das haben wir hier, dynamischer Anstieg, entweder gibt es eine, wie so eine Fahne auf der Seite hier, eine Korrektur über der Zeit, wo der Kurs immer hier so drin schwankt, mal hoch, mal runter. Und dann kommt ein starker Bar. Das ist ein starker Powerbar. Das ist sowas, wo der Kurs, so wie hier, eine grüne Kerze, bei mir grün, bei manchen vielleicht weiß, je nachdem, wo der Kurs relativ nah am Hoch schließt. Das ist ein Kriterium für mich. Ja? Und zwar, wenn der Markt geschlossen hat. Ja, hier bei der Kerze tickt der Markt ja noch. Ich glaube bis 22 Uhr, ich weiß jetzt nicht genau, aber ungefähr bis 22 Uhr. Und wenn das dann geschlossen ist und es würde so aussehen, wäre das recht positiv, weil der Kurs ja nahe am Hochkurs schließt und eine grüne Kerze. Oder eine Umkehrkerze kommt dem eigentlich auch schon ziemlich nahe. Das ist ein positives Signal für mich. Die andere Form ist dynamischer Anstieg und der Kurs geht tiefer. Das ist die Korrektur hinsichtlich des Preises. Ja, hier ist es mehr die Korrektur über die Zeit. Beides ist statistisch gesehen erfolgreich, kann man handeln. Man muss bloß wissen, wie man es macht. Und ich brauche halt so eine Korrektur, wenn es geht, auf einen weiteren Kriterienpunkt. Und zwar in dem Fall wäre es hier die Unterstützung und vielleicht auch noch bei erhöhtem Volumen zum Beispiel. Ja. Was ist interessant, wenn das Volumen erhöht ist, unter mir beim Einstieg. Was bedeutet das? Volumen ist hier unten. Ein ganz einfaches Balkenvolumen.
Wenn ich mir diesen Stab hier ansehe, dann sehe ich, dass der erhöht ist im Gegensatz zu den anderen. Ne? Bisschen über den Durchschnitt logischerweise. Dann ist interessant, wie verhält der Kurs sich oberhalb dieses erhöhten Volumens. Man sieht, der stockt ein bisschen, läuft hier seitwärts und bringt dann so einen Ausbruch. Bedeutet, wenn der Markt wieder zurückkommt, habe ich hier eine Chance, dass der Markt bei diesem erhöhten Volumen, was auch noch auf der Wochenunterstützung liegt, also das Grüne hier, dort wieder Käufer findet. Und man sieht das, dass der Markt hier schon mal ein bisschen reagiert an diesem negativen Tag. Da war der Kurs tiefer, hat aber höher geschlossen. Ich mache das mal ein bisschen größer. Am nächsten Tag liegt er im Endeffekt so drauf, auf dieser Widerstand, Unterstützungszone. Und heute war der Markt schon relativ tief in der Unterstützung, ist aber wieder letztendlich Kaufinteressenten gefunden, die Lust auf höhere Preise haben und vermuten natürlich auch, dass der Markt höher geht. Und der Kurs liegt im Endeffekt jetzt auch noch darüber. Sollte das so schließen, wäre meine Strategie, Ölstrategie mäßig, nicht Öl, sondern Silberaktien zu suchen und dann mir das Potenzial auszurechnen. Das wäre im Endeffekt bis hier erstmal. Bis dahin kann ich rechnen, dass der Markt hier eventuell läuft. Ob er nun da durchgeht, ja, das ist ja nicht ohne, wir haben ja doch eine recht harte Widerstandszone hier, könnte auch durchgehen, dann wäre vielleicht spätestens hier mit einer weiteren Reaktion zu rechnen. Bedeutet, wenn ich hier reingehe, würde ich auf jeden Fall so einen Stop hier drunter setzen. Bei der Ölaktie muss man natürlich genauer hinschauen, wie das da aussieht. Ja, aber das scheint eine gute Unterstützungszone zu sein. Und wir können uns vielleicht darauf verlassen, dass der Markt hier seinen Boden gefunden hat. Vielleicht geht er nochmal ein, zwei Tage zurück, bildet wieder einen starken Bar aus. Wie gesagt, das ist ja noch nicht zu Ende, die Kerze. Deshalb muss man da noch abwarten. Die kann auch noch rot werden. Ne? Also von daher, auf das achte ich dann, wenn der Markt zu Ende ist. Okay, schauen wir uns mal das Öl an. Öl, auch ganz spannend. Das ist ein ETF, der im Endeffekt jetzt hier auch noch Ölaktien besitzt. Was haben wir hier sehen? Auch ein Kriterium, was ich immer beachte, Aufwärtsgaps, also Kurslücke. Das ist wirklich eine Mega-Kurslücke, ja, zwischen dem Tiefskurs des näher liegenden Tages und dem Höchstkurs des etwas weiter entfernten, in dem Fall ein Tag, Hochkurs des Tages. Und dann haben wir im Endeffekt so eine Lücke. Kann man sich so einzeichnen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass diese Zonen auch sehr gerne Unterstützungen sind oder Widerstände. Bedeutet für mich konkret, ich kann abschätzen, ob dort, wenn ich jetzt long gehen würde, mir so ein Gap im Weg steht. Dann weiß ich, der Kurs kann dort ein bisschen in Schwanken kommen, eventuell wieder drehen. Heißt Teilverkauf oder, habt ihr ja schon gelernt, engere Absicherung. Genauso umgekehrt beim Einstieg könnte das für mich sehr hilfreich sein. Ihr seht ja, wie der Kurs immer wieder die Tage an diesem ja, Tief oder nee, Quatsch, Hoch des Aufwärtsgaps, sag ich mal, reagiert, dann nach oben läuft, immer noch den 200er überstreift, hier auch nochmal ein kleines Gap liefert, und zwar nochmal ein kleines Aufwärtsgap, wie man es sieht, auch dort ist eine Lücke, dann drunter fällt, hier so am 200er heute reagiert, ein Umkehrstab par excellence generiert, kurz in das Gap eintaucht, drüber im Moment schließt, ist aber noch nicht beendet. Eigentlich eine positive Konstellation, leider nicht mit so viel Aussicht auf Outperformance nach oben. Ja. Also der Markt, wenn er jetzt nach oben läuft, hat ja dann eventuell hier auch mit einer kleinen Widerstandsbereich zu rechnen oder hier in dieser Zone, wo der Wochenwiderstand liegt. Ja, das muss man sehen. Kann man als Ölaktientrade umsetzen, wenn es so bleiben sollte, im ETF, also in der Branche, aber dann auch relativ fix sein mit dem Stop ranzuziehen, weil der Markt doch dann hier nochmal schnell auch mal ein paar Punkte runtergehen kann, Ölpreis sinkt und dann werden die Aktien wahrscheinlich dem auch folgen. Spannendes Szenario. Wenn es durchgeht, haben wir natürlich auch super Unterstützungszonen wieder hier. Kann ich aber vorher nicht wissen, weiß ich auch nicht. Und von daher warte ich erstmal ab, was der Kurs hier macht. Schauen wir uns das Volumen noch an. Dann sieht man, hier ist ein erhöhtes Volumen. Betrifft diese Kerze hier unten. Ja, und auch
diese Kerze da davor im Endeffekt, weil das ja am Tag, wo die Börse geschlossen hat, am nächsten Tag eine Meldung gab, meinetwegen, und da wurde der Preis höher getaxt, weil dort etwas passiert ist und die Anleger viel, viel höhere Preise akzeptiert haben, aufgrund einer vielleicht OPEC-Entscheidung zum Beispiel. Und das sind im Endeffekt Widerstand und Unterstützung. Kann der Kurs natürlich auch weiter hier reingehen. Dann wäre natürlich interessant, wie reagiert er hier unten? Macht er hier einen Umkehrstab? Dann weiß ich, okay, der Kurs kann bis vielleicht da rangehen. Und dann steht mir der 200er zwar im Weg, logischerweise. Aber so kann ich mir mein Potenzial, wo der Kurs vielleicht butterweich hingeht, ausrechnen und sagen, ja, mache ich das überhaupt in den Ölaktien oder ist mir das zu wenig? Ja. Ja, nächste Abteilung, da sind wir schon in der Branche. Technologie, das ist ja nichts anderes als so ein bisschen wie Nasdaq. Hier sind noch ein paar Zeichnungen drin von dem, ja, letzten Webinar, glaube ich. Da sehen wir, hier haben wir so ein Down Gap, also ein Abwärtsgap. Und das dient gerne dann, wenn es durchstoßen wurde, als Unterstützung. Ja, das ist jetzt nicht eingezeichnet worden, das ist schon eine Weile da drin. Und ihr seht, wie der Kurs dort reagiert. Er reagiert aber genauso an dieser Wochenunterstützung. Das heißt, wir liegen jetzt hier so, eigentlich schöne Sache, aber wir haben hier so eine Widerstandszone vor uns. Das heißt, ich muss jetzt gucken, wie komme ich in den Markt rein, um eventuell dabei zu sein, wenn es hier durchgeht, weil dann haben wir schon ein bisschen mehr Potenzial, auch wenn es hier auch nochmal einen Abwärtsgap gibt. Das heißt, wir haben schon ein paar Zonen, wo es dann ins Stocken kommt, aber irgendwann muss ich ja auch mal reingehen. Deswegen muss ich mir hier eine günstige Situation suchen. Und heute haben wir so eine Art Powerbar. Wie gesagt, ist noch nicht zu Ende, die Börse tickt ja noch. Was ein Einstieg wäre, wo ich sagen kann, okay, er reagiert auf das Hoch dieses Gaps, das als Unterstützung dient. Wir haben ja sogar noch einen Aufwärtsgap auch noch. Was macht das Volumen, das hohe? Ja, das ist hier unten, das interessiert uns nicht. Was haben wir hier? Wo liegt der Balken? Der liegt da oben. Das heißt, hier war ein erhöhtes Volumen. Seht ihr hier? Da. Da hat der Markt reagiert, aber nicht mit weiteren Käufen, sondern das haben Leute genutzt, um zu sagen, hier oben, jetzt gehe ich da mal raus. Das bedeutet, hier kann der Markt wieder die Lust verlieren zu steigen. Ist dann im Endeffekt, wenn ich jetzt hier einsteigen würde, nicht sehr viel. Das wäre mir jetzt zu wenig. Was würde ich jetzt abwarten und machen? Ich würde erwarten, dass der Markt vielleicht noch etwas tiefer hier reintaucht und dann eine Drehung nochmal versucht. Aber es wird dann nicht besonders leicht. Ihr seht, das Potenzial und das Risiko, was hier eingeht, ist im Endeffekt ziemlich hoch. Ja, also na klar kann man was verpassen, wenn man hier einsteigt, aber ich bin mir lieber dem Potenzial, dem Risiko, was ich gegenüberstelle, bewusst und versuche das natürlich zu klassifizieren. Communication. Auch mega. Und ihr seht, wer jetzt noch nicht drin war im Communication, der hat im Endeffekt was verpasst. Warum? Ja, das sieht man im Endeffekt hier ganz klar, wenn man das nach dieser Schematik analysiert, dann sieht man auch hier wieder ein erhöhtes Volumen. Hier unten, logischerweise. Wir haben aber auch ein erhöhtes Volumen da oben, zum Beispiel, wo der Markt jetzt hier wieder korrigiert. Wir haben hier ein Down Gap, ein kleines. Der Markt liegt jetzt weit oben. Würde bedeuten, wenn das heute so bliebe, wäre das ja noch in Form eines Aufwärtstrends. Wir drehen am 20er Durchschnitt, auch nicht verkehrt. Volumen ist ein bisschen dünner, aber ist ja noch nicht zu Ende. Vielleicht steigt es noch ein bisschen an. Mal gucken. Aber ich sehe auch hier dieses extreme Volumen, und zwar bei dieser Kerze. Das heißt, wenn ich jetzt das hochnehme, dass der Markt sich hier nicht drüber etabliert. Und der hängt auch an dieser Kerze. Das ist übrigens diese Kerze, genau. Der Markt da drunter. Das heißt, wenn ich diesen Bereich hier nehme als Range, wenn er da reinkommt, könnte dort noch etwas Verkaufspotenzial liegen. Ja. Zumal wir haben ja auch noch eine starke Wochenwiderstandszone über uns. Das heißt, man muss sich überlegen, will man das? Ja. Mir ist es lieber, wenn ich Situationen finde, die mir dann sagen, so wie hier, ich gehe jetzt hier rein, zack, komme jetzt hier runter, sehe jetzt sowas und habe dann so eine Wochen, jetzt hier sowas aus der Korrektur heraus,
ist eine zeitliche Korrektur. Dann habe ich hier noch ein bisschen erhöhtes Volumen im ansteigenden Bar und habe hier oben noch genug Platz. Ja. Dann kann ich im Endeffekt hier Trades in den Kommunikationsaktien finden. Und hier ist dann irgendwann Verzögerung angesagt, wo ich dann in den Aktien reagieren kann. Ja, ihr seht, also es hat schon Auswirkungen, welche Branche man nimmt und welche Auswahl ich treffen muss, damit ich dann auch zum Ziel komme. Also es macht keinen Sinn, sage ich mal, irgendeine Aktie zu nehmen, wenn ich nicht sehe, ob diese Branchen auch wirklich freie Fahrt haben. Ja, im Moment sind die Märkte wirklich so stark gestiegen, dass sie in Zonen sind, wo sie halt seitwärts laufen. Da ist es halt sehr schwer, dort auf einen erfolgreichen Trade zu kommen. Ja, wenn man sich versucht, hier reinzukaufen, da zum Beispiel Umkehrstab, super. Ich steige hier über den Hoch ein, das mache ich grundsätzlich über den Hoch einsteigen. Ich wäre hier getriggert worden, wäre aber schon am ersten Tag im negativen Bereich. Am nächsten Tag eröffnet das Ding höher. Ich freue mich, aber am Abend, zack, bin ich wahrscheinlich schon ausgestoppt. Ja, das ist ja noch viel größer, die Auswirkung meistens in der Aktie als im ETF, weil es ja nur ein Durchschnitt ist von den Aktien, die dort enthalten sind. Also das wird sehr schwierig. Ja. Deswegen nach oben muss immer, sag ich mal, der Deckel ab sein. So, Gold, schauen wir uns mal Gold an. Lief ja auch eine Zeit lang sehr gut. Was fällt bei Gold auf? Ist jetzt nicht der Future-Preis. Könnte ich jetzt auch nehmen, aber ich nehme jetzt mal den ETF. Wir haben eine Wochenunterstützung. Da waren wir kurz drüber. Dann haben wir sie getestet. Das finde ich halt immer gut. Ja, drüber. Will keinen Ausbruch handeln. Hier aus der Seitwärtsphase kann man versuchen reinzukommen. Auf jeden Fall. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Stopp da drunter. Ja, bin ich halt plus minus null draußen oder ich habe das noch, je nachdem, was die Aktie macht. Hier ist ein super Potenzial. Wir haben zwar ein Down Gap hier drin. So. Aber wenn ich hier ein Down Gap habe und habe hier eine positive Kerze, dann liegt das am unteren Ende. Ich kann mindestens damit rechnen, dass es am oberen Ende mal anstößt. Das hat es auch gemacht. Ob ich dann Teilgewinn mitnehme, muss ich an der Kerzenreaktion sehen. Da habe ich hier einen Vorlauf und dabei kommt wieder zurück. Reagiert hier auch am 20er. Wie gesagt, das ist keine Punktlandung. Börse ist keine Punktlandung, sondern die Zonen erkennen, wo es spannend wird. Und jetzt kommen wir nach diesem neuen Hochkurs hier zurück auf diesen Bereich noch über dem 20er. Dieses Gap, was im Endeffekt als Unterstützung dient, der 20 als Unterstützung und eine positive Kerze, würde mich jetzt nicht wundern, wenn das so bleibt, ich mir ein paar Goldaktien anschaue und vielleicht die Reaktion dort ist, bis hier zu gehen. Und dann muss ich halt aufpassen, was an diesem Hoch passiert, weil dann kommen wir auch wieder in Bereiche, wo schon mal der Kurs stark abgefallen ist. Ja? Darauf achten. Nasdaq. Nasdaq war der Markt, den ich bei uns in der Gruppe gepostet habe, den ich interessant finde. Warum? Das müsstet ihr jetzt eigentlich auch selber erkennen. Das ist ein Markt, der noch ein bisschen Luft nach oben zu dieser nächsten, ja, Widerstandszone hat. Dann hat er eine Unterstützung unter sich, die er nach so einem dynamischen Ausbruch, ja, ihr wisst, ich stehe immer auf Dynamik und alles, was danach kommt und nicht dynamisch ist, ist dann halt definiert als Korrektur, zurückkommt und dann muss ich halt, auch das ist nicht einfach, logischerweise, weil der Markt da sehr diffizil reagiert, Möglichkeiten finden, um dort einzusteigen. Wo ist so eine Möglichkeit? Die wäre hier gewesen, hier drüber, die gab es leider nicht. Ja, es gab keinen Kurs darüber. Das ist meistens bei den Aktien auch so, dass das dann auch nicht funktioniert. Am nächsten Tag im Endeffekt wurde der Kurs fast bis zu dem Stop-Bereich wieder zurückgereicht. So, wenn man dann nicht dabei ist, wenn man drin ist, dann hat man hier die Möglichkeit, wahrscheinlich hier nochmal ein Stop, ausgestoppt zu werden oder vielleicht drin zu sein, je nachdem, wie man das von der Intensität ranzieht, auf das Tief oder etwas mit Abstand macht. Das kann mal gut sein, direkt dran zu sein, logischerweise. Es kann aber auch gut sein, ein bisschen weg zu sein. Statistisch gesehen habe ich da keinen Vorteil gefunden, bei welchem Abstand das ist. Ich bin immer fast dran. Ich mache das Pi mal Daumen und setze meine Stops nicht direkt drauf, aber Pi mal Daumen drunter. Wenn ich jetzt nicht im Markt drin bin, muss ich mir überlegen, gehe ich bei so einer hohen Kerze drüber rein
ist dann schon viel weg vom Potenzial. Gar nicht so einfach. Ihr seht, der Markt zeigt euch auch diese Unsicherheiten an. Aber er bleibt, und das ist halt spannend, oberhalb dieser Wochenunterstützung. Und das sieht man auch anhand der Kerzen und der Schluss- und Eröffnungskurse. Eröffnungskurs drüber, da an dem Tag, Schlusskurs drüber, aber die Tiefen liegen drin und deswegen sieht man auch die langen Lunten, die halt sich unterhalb der Kerzen bilden. Ja. Hier wird es mal kritisch, aber am nächsten Tag nimmt man das wieder schön auf und dann sieht man wieder, dass der Kurs sehr viel höher tendiert. Hier machen wir so ein Seitwärtsding, man dippt kurz an, heute das. Ja. Die Tendenz, das habe ich in diesen Pfeil eingezeichnet, ist für mich, dass der Kurs kann noch eine Weile dauern. Ich weiß nicht, ob es ab heute losgeht. Es soll nur die Richtung eingehen. Wäre interessant. Und noch interessanter wäre es für mich natürlich, wenn Folgendes passiert. Wenn der Kurs mal hier runter geht, hier die Tiefs rausnimmt, die alle ziemlich auf einer Ebene liegen. Und zwar hier bei 12.930 rund gesehen. Und dann drüber schließt. Ja, weil dann sind alle Stops raus. Und dann sind vielleicht einige auf der falschen Fährte erwischt worden. Und dann macht es ja natürlich noch mehr Spaß, weil dann habe ich auch noch mehr Potenzial bis zum nächsten Widerstand. Nasdaq ist ein Markt, den ich beobachte und mir natürlich auch die entsprechenden Branchen dann anschaue. So, deutscher Markt darunter, DAX Future, auch spannend. Wahnsinn. Also, was der DAX so kann, manchmal, ne? Muss man jetzt wissen, es gibt ja immer mehrere Positionen und zwar einmal bin ich schon drin. Mit einer Aktie. Ja, ich hatte Fresenius Medical Care, die ist leider zum ungünstigsten Zeitpunkt ausgestoppt worden. Nicht bei 43 Euro, sondern bei 40, 40. Aber es waren trotzdem immer noch 4,5% Gewinn in ein paar Tagen. Das war die Branche auch Healthcare, die da gut war. Und der DAX, der Einstieg war im Endeffekt vom Symbol her, ja, es ist noch Platz nach oben. Wir haben Dynamik gehabt. Wir haben hier eine Korrektur über Zeit und bei der Kerze hier, bei der starken, habe ich dann den Screener angeschmissen im TradeScanner.de bei uns und mir Aktien rausgesucht. Da kam dann die Fresenius Medical Care raus, habe die dann gehandelt und ich glaube, an dem Tag wurde sie dann rausgeschmissen. Das kann aber auch der gewesen sein, ich weiß nicht mehr genau. War nur ein, zwei Tage da drin. So, wenn ich jetzt nicht im Markt bin, muss ich mich fragen, ob ich jetzt Lust habe, in dieser Situation reinzugehen. Ja, wenn ich das mache, weil der Markt ja positiv ist, habe ich ein Powerbar, aber das ist ja am Hoch. Und der Markt läuft ja schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tage. Das heißt, je mehr der Markt steigt, desto höher ist meiner Ansicht ist die Gefahr, dass der Markt wieder ein, zwei Tage zurückgeht. Bedeutet für mich ein höheres Risiko. Und wir sind natürlich noch etwas entfernt von diesem Widerstand bei 16.200 roundabout. Muss ich dann anpassen. Wenn ich jetzt sage, ich will diesen Trade noch machen, ich mache es lieber aus der Korrektur. Das heißt, wenn der Markt unterhalb eines Hochs noch ist, also er sollte Kerzen über sich haben vom Hoch und nicht hier die Höchstkerze sein. Ja, weil dann bin ich im Endeffekt Ausbruchshandler, Händler auf kleinerer Zeitebene auch, bloß dass ich hier einen Tageschart sehe. Möchte ich nicht, weil dann, wie gesagt, das Rückschlagspotenzial höher ist. Beim DAX könnte es sein, dass der Markt korrigiert. Ja, und dann schaue ich mir natürlich die Volumensituation an. Das sieht man hier, aber das interessiert mich nicht. Die Kerzen sind ja zu weit weg von aktuellen Kurspotenzial. Könnte mir vorstellen, wenn der 20er hier hochkommt in ein paar Tagen, der Markt hier runterkommt, dann haben wir hier so eine Art Ausbruch gesehen. Dynamik kommt da wieder zurück, korrigiert, dann habe ich genug Platz, um dann nach DAX-Aktien zu suchen. Ja. Wenn ich bis dahin schon TecDAX, MDAX und so weiter sich besser darstelle. Zurzeit würde ich im DAX nichts machen, weil wir einer starken Widerstandszone bei 16.200 demnächst dran kleben. Eurostoxx lasse ich mal weg, der finde ich jetzt nicht so spannend. Öl hatten wir ja schon, Dow Jones. Wow. So, wenn ihr den Markt so seht, der ist ja schon eingestuft jetzt hier, sage ich mal, fast in der Hälfte, also noch im oberen Drittel so ein bisschen. Aber wenn ich den jetzt so sehe, dann sehe ich ja, dass ich jetzt in der Korrekturbewegung bin. Ich sage mal hier so ein bisschen Dynamik, das ist wieder die Fahne und das ist eine Korrektur über Zeit. So. Jetzt
muss ich gucken, habe ich da drüber genug Platz? Das ist hier der Wochenwiderstand, das ist jetzt nicht so viel, ne? Das seht ihr ja selbst. Wenn ich das handeln möchte, dann versuche ich mir noch einen Vorteil zu holen. Dann versuche ich nicht nach so einer Kerze einzusteigen, sondern, ihr habt ja schon öfter gesehen, dann möchte ich eine Kerze sehen, die halt rausgeht aus diesem Ding und hier unten in dem Kasten, ja, in dieser Seitwärtsbewegung, irgendwie sich positiv darstellt. Und dann habe ich ja mehr Potenzial und habe hier im Endeffekt, sag ich mal, die Unterstützung maximal ausgenutzt und habe den größten Abstand zum nächsten Widerstand. Hier oben drin zu sein, ist man im Endeffekt Ausbruchstrader. Wenn das der Fall ist, wenn man das machen möchte, dann möchte ich auch einen Kurs drüber sehen, aber nicht zu weit weg und bei erhöhtem Volumen. Aber das ist ein erhöhtes Risiko. Ich mag es lieber aus einer Korrektur. Wenn ich dann hier einsteige über den Hoch, wenn das passiert, habe ich ja Kerzen, die über mir sind mit dem Hoch und habe dann ein wesentlich höheres Potenzial, wenigstens von einem R-Risiko bis dahin. Das Bedenken. Der Markt wäre für mich jetzt gar nicht mehr interessant, weil der einfach zu zerfasert ist. Branche Healthcare, Gesundheit. Ja, also Dynamik haben wir da auf jeden Fall. Also erkennt man, das ist der dynamische Ast. Super. Jetzt kommt die Korrektur. Was warten wir jetzt? Wir warten jetzt darauf, oder ich warte darauf, dass der Markt eine positive, starke Kerze, ich erzähle eigentlich immer das Gleiche, das ist das hier, so eine Umkehrkerze oder so eine Powerbar. Hier so eine fette Kerze, die halt nah an ihrem Hoch schließt, die ausbildet. So, das ist ein Signal bei mir. Und dann warte ich einfach darauf, wo das stattfindet. Findet es auf einer Unterstützung statt? Das kann der 20er sein, wo der Markt reagiert, der geht vielleicht so. Das kann der 200er sein, wenn er weitergeht. Das kann der 50er sein, das ist mir eigentlich wurscht. Oder es ist die so eine Wochenunterstützung oder ein Widerstand, den haben wir ja nicht. Oder es ist dort, wo das Volumen hoch ist. Schauen wir uns mal hier das Volumen an. Das ist aber hier weit unten, das interessiert uns auch nicht. Haben wir hier oben noch ein weiteres erhöhtes Volumen in diesem Bereich. Hier, schaut mal da. Das ist im Endeffekt diese Kerze, wenn ich das markiere, dann kann der Kurs bis dahin gehen, da könnte eine Reaktion erfolgen, dann habe ich hier noch ein erhöhtes Volumen, das sind diese Kerzen hier oben, da oben, das ist da oben und das ist unten die Kerze. So, da oben, das interessiert mich auch nicht. Da habe ich ein erhöhtes Volumen, das ist fast das gleiche, komischerweise, es liegt identisch. Ihr seht, das sind die Bereiche, wenn da mehrere Sachen zusammenkommen, wie ein erhöhtes Volumen und der gleitende Durchschnitt zum Beispiel, dann habe ich zwei Kriterien, die zusammenkommen, plus die Umkehrkerze, dann habe ich eine gute Voraussetzung zu sagen, okay, wenn der Markt hier aufschlägt, dann schaue ich mir das an und suche mir dann eine Aktie aus dem Healthcare-Bereich raus, die ich mir dann sortiere nach den Monats Performances und dann nehme ich die, die oben ist und gucke mir die wieder an, ob die aus der Korrektur kommt. Also ist eigentlich immer das Gleiche, ist, relativ langweilig. Aber jetzt ist es noch nicht so weit, wir müssen noch abwarten. Wir haben ja noch keine Kerze, die positiv ist. Hier, was haben wir hier im Weg? Den 200er, das ist der gleitende Durchschnitt, SMA 200, der rote. Der dient oft, sage ich mal, als Marke, wo der Kurs reagiert. Ihr seht, da reagiert er, kommt da einfach ins Stoppen. Muss ich dann hier reingehen, wenn ich das Ding über mir habe? Nö. Was will ich eher sehen? Ja, eine dynamische Bewegung rüber, komme ein bisschen zurück und dann habe ich hier freies Feld. Ja, aber noch ist es nicht so weit, aber es könnte interessant werden für den Sektor Utilities. Jetzt aber noch nicht. Wir sind ja auch schon in der Mitte drin. Das heißt, bei Consumers haben wir auch eine dynamische Bewegung. Wir haben sogar noch Platz nach oben. Heute eher Negativkerze, neues Hoch gemacht, aber irgendwie bei der Hälfte der Range gelandet im Moment. Tickt ja noch die Börse. Für mich interessant, eher wenn er jetzt wieder zurückkommt in den Bereich des 20ers. Und dann suche ich mir noch so ein Volumenbasis. Hier haben wir ein erhöhtes Volumen, so eine fette rote Kerze. Da ging es richtig abwärts. Wenn ich mir da das hoch markiere, zack, dann haben wir hier so einen zweifachen Punkt. Das könnte ein Bereich sein, wo der Markt hinkommt. Ihr wisst, wo ich darauf hinaus möchte. Warten wir ab, legt mir vielleicht noch ein Preissignal da rein oder ihr legt es euch in die Watchlist und guckt euch die beiden Märkte dann mal an. Passiert das, dann habt ihr hier eine gute Einstiegsmöglichkeit, Consumer Staples Aktien zu suchen aus der Branche oder das Ding auch selbst zu handeln als ETF, wenn es möglich ist. Es gibt ja da bestimmte Kriterien, ob man die handeln kann, die amerikanischen ETFs oder nicht. Muss man sehen. Energie.
Energie ist auch spannend, ist über dem 200er. Wir haben hier so eine Wochenunterstützung in dem Bereich. Ne? Seht ihr ja hier. Wir haben den 200er, der läuft ja so seicht oben drüber. Der 20er kommt hier auch noch mit nach oben. Und wir haben einen, wer hat es nicht gesehen, wer hat es gesehen, ein Aufwärtsgap. So. Also und hier sogar noch der 50er. Das heißt, der Bereich hier um 85, 84, 50 bei dem ETF ist ein guter Bereich, wo der Markt vielleicht, wenn er wieder zurückkommt, eine Umkehrkerze oder ein Power will und dann vielleicht wieder in diese Richtung kommt. Ja, gute Sache abzuwarten. Mal sehen, was heute passiert, die noch stärker schließt. Klar hat man hier einen Widerstand. Man sieht dieses Down Gap. Ja, das hat man auch gesehen. Zack, der Kurs läuft hinein. Er hat es nicht gepackt. Und dann ärgert ihr euch, wenn ihr nicht darauf reagiert. Ja, wenn ihr sowas seht und seid hier irgendwie eingestiegen auf diese Unterstützung, was ja völlig legitim ist. Wisst aber, am 20er kann der Kurs reagieren, dann müsst ihr einen Stop nachziehen, ansonsten seid ihr relativ schnell wieder Nese. Ich kann mir Trends natürlich auf Monatsbasis und auf Jahresbasis mir vorstellen, aber ich bin da kein Freund von. Ich mag das in den 3 bis 5 Tagen, diese Swing Trades. Ich habe aber schon Aktien gehabt, sage ich mal 3, 4 Monate, weil die einfach sauber gelaufen sind. Also ein Teilgewinn rausgenommen am Hoch und der Rest wird dann, sage ich mal, entspannter, ja, wie soll ich sagen, Trailing Stop versehen. Wenn der Markt dann steigt, natürlich korrigiert er auch mal 2, 3 Tage, aber wenn das sauber ist und das ist okay, dann kann euch so etwas gelingen, dass ihr so einen Outperformer bekommt. Ja? Aber ihr solltet immer sehen, wo der Markt halt, sage ich mal, in der Lage ist, sage ich mal, euch das Ding wieder wegzunehmen. Und deswegen ist es wichtig, sowas zu erkennen. Ja? Lasst euch da nicht von irgendwelchen Aussagen hinhalten. Wenn nicht, steigt ihr halt wieder ein in diese Aktie, wenn ihr die ausgesucht habt. Ja. Aber es ist auch mal wichtig, das Geld auf dem Konto zu haben und nicht nur auf dem Papier. S&P 500. Ihr seht, der Markt ist relativ geteilt. Ne. Also ein Teil ist im deutschen Markt, der DAX ist hier oben und der Rest vom DAX schwimmt da unten rum. Dann ist Nasdaq da oben, aber der Tech-DAX ist irgendwie unten und der S&P auch. Also so richtig auf einer Seite laufen die nicht so richtig. Ja. Also hier seht ihr auch beim S&P 500 ist jetzt nicht unbedingt die Schmacki-Zone, wo er sagt, yeah, da muss ich jetzt rein. Also Potenzial könnte begrenzt sein da oben. Der Markt reagiert schon. Wenn ihr hier reingeht und sagt, hey, super, Powerbar, könnt ihr machen. Ja klar, dann eröffnet ihr den Markt mit einem Gap und straft euch im Endeffekt ab, macht heute noch tiefer, kommt wieder nach oben. Hier oben könnte schon wieder Schluss sein. Das heißt, meine Ansicht ist da im Endeffekt, bitte noch eine kleine Korrektur, mal sehen, was passiert, dann habe ich wenigstens noch Potenzial. Aber warum soll ich den Markt nehmen, wenn ich da oben ja doch schon ein, zwei viel bessere Möglichkeiten gefunden habe? Das kann man sich im Endeffekt dann schenken. SDAX, trade ich auch gerne. Seht ihr selbst, muss ich jetzt da oben rein und den Markt mit meinem kleinen Konto versuchen, da oben durchzudrücken? Wird nicht gelingen. Nö. Also ich muss jetzt hier oben nicht den Helden spielen. Wenn ich reinkomme und da rein möchte, dann bin ich eher ein Freund von hier. Also aus der Korrektur. Ja, warum macht es hier Sinn? Weil ich hier unten eine Wochenunterstützung habe. Die ist nicht auf dem Punkt, aber ich bin über dem 20er und ich habe hier ein erhöhtes Volumen. Ja, das ist zack. So, die Kerze und ihr seht, ich habe ein Gap. Das ist nicht so ein Riesengap, aber es ist ein Gap. Und das dient auch als, nicht ganz sauber gezeichnet, ich mache es mal ein bisschen sauberer, so, dient als Ausbruch und dann als Unterstützung. Der Markt geht rein, nächsten Tag reagiert er drauf. Supi, ja, hier in der Phase nach Aktien suchen aus dem SDAX. Dann habt ihr eine Chance, so einen Move mitzumachen. Hier oben ist das Ding schon wieder gegessen für mich. Was mache ich? Warte einfach ab. Gibt zwei Szenarien. Entweder geht das Ding hier durch, dann bin ich kein Ausbruchshändler. Weiter runter scrollen, sorry. Hier ist ein Widerstand, logisch, dann wird er eventuell wieder zurückkommen. Und dann ist die Zone vielleicht interessant mit dem entsprechenden gleitenden Durchschnitt, mit vielleicht einer Position, die ihr mit erhöhtem Volumen, also eine Range da ist mit erhöhtem Volumen, wo ich halt mehrere Kriterien finde, so 2 bis 3 sollten es schon sein mit der entsprechenden Kerze, wo ich dann einsteige. Brauche ich den Markt mir nicht weiter angucken, interessiert mich gar nicht. So. Future vom S&P hatten wir schon, ist genau das gleiche. Ja, heute kehrt so ein bisschen Umkehr.
Vielleicht kommt es zum Ausbruch, wird spannend, aber wie gesagt, da haben wir noch einiges drüber. DAX hatten wir schon, CDAX ist der allgemeine deutsche Markt, den lassen wir mal weg. TecDAX, auch nicht so toll, ne? Kündigt sich ja auch an. Also die Preise hier oben wurden nicht gehalten. Wir haben lange Dochte hier oben. Das ist hier quasi das Dünne an den Kerzen. Die Preise notieren lieber im unteren Bereich. Und heute haben wir mal den Absacker. Sieht gar nicht so gut aus. Muss ich jetzt nicht haben. Wenn ich da einsteigen möchte, dann muss er hier unten irgendwie was machen. Ja, aber da muss er schon ein bisschen was Besonderes kreieren. Muss ich jetzt nicht mehr Zeit verschwenden. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Konsumerbereich in Amerika muss ich jetzt auch nicht haben. Ja, ist nicht so prickelnd. Wir haben da Widerstandszonen und das in der Summe habe ich sehr oft gesagt, wir sind in der Widerstandszone. Das bedeutet, dass ja auch der Gesamtmarkt sich wahrscheinlich nicht groß anders darstellt. Und wenn ihr Long Trades machen wollt, dann macht es ja absolut Sinn, sich mit den Branchen zu beschäftigen, die auch noch ein bisschen ja, Potenzial bieten. Also sonst wird auch der Gesamtmarkt im Endeffekt die Aktien nicht mit nach oben ziehen. So, was haben wir hier Schönes? Hier haben wir die Materials, da zählt also sämtliches Material dazu, als auch Gold und so weiter. Das muss ich schon überlegen. Also wenn ich überlegen muss, dann ist mir das eigentlich schon zu lang. Das heißt, ich habe hier keine richtige Dynamik, die war hier. Also Dynamik ist ja, sieht man ja, ist mal die Grundvoraussetzung. Mich interessiert kein Trend. Also ich muss nicht 1, 2, 3 haben, dass es hier der bestätigte Trend ist. Und dann die Korrektur. Mich interessiert vom Trend im Endeffekt nur Dynamik und Korrektur. Ob das einmal passiert, eins, also hier einmal, oder zweimal, das machen die meisten Trendhändler, weil sie erst einen Trend brauchen. Das interessiert mich eigentlich nicht, sondern ich mache das hier im Endeffekt. Ja, also Dynamik. Habe ich hier eine Megadynamik, eine Korrektur kommt. Ich habe hier positive Bars in der Phase. Heißt das einfach beim erhöhten Volumen unter mir noch? Ja, das sind erhöhtes Volumen, seht ihr ja. 20er sind wir drüber, ist ganz toll. 200er ist auch nicht, sage ich mal, bei jedenfalls drüber. Habe hier eine Unterstützungszone, kann ich hier das probieren? So, ja, das ist das Kriterium jetzt. Jetzt weiß ich, okay, spätestens hier oben wird es dünn. Hier bin ich im Endeffekt zu spät. Ich würde eher auf eine Korrektur warten. Mal sehen, wie die Lage dann ist. Sieht aber nicht besonders toll aus. Industrie. Wenn ihr nicht dabei wart, ist jetzt einfach mal die Phase, wo ihr schon da oben seid, wo ihr die, sag ich mal, diejenigen seid, die es da durchtreiben muss. Das wäre nicht schön. Tobias schreibt, der IWM sieht sehr schwach aus. Wäre nicht dort dann ein Potenzial zu finden? Gute Frage, aber es ist ein anderer Ansatz, Tobias. MDAX, willkommen gleich zum IWM. MDAX habe ich auch geschrieben, das sieht so aus, der sieht gar nicht so schlecht aus, weil er hat ja doch ein bisschen mehr Potenzial. Hat auch ein bisschen Dynamik hinsehen, mehr als in der Abwärtsdynamik logischerweise. Das ist das, was ich im Endeffekt so sehe. Ich will einen Anstieg sehen und dann eine Korrektur. Das macht er vielleicht ein bisschen hier weiter unten. Das ist ja nur ein Hinweis. Den habe ich auf dem Schirm für den deutschen Markt. Ja, der war lange Zeit gut. Man sieht das ja hier. Ist ein bisschen heruntergeknüppelt worden. Das kann gut sein, weil er auch eine Wochenunterstützung jetzt hier hat. Das mal als Hinweis. Dann habe ich noch Real Estate auf dem Schirm. Auch hier sind wir nicht diejenigen, die, sag ich mal, gegen das Ding spielt, ist auch im unteren Drittel nicht mehr stark. Das ist auch Financial ist stark. Das ist das Komische an der Sache. Der ist halt relativ abgestraft worden, hat aber hier die dynamische Bewegung, hat hier den 200er als Widerstand. Wenn wir jetzt aber korrigieren in den unteren Bereich, könnte das interessant sein. Ist aber im Moment, wie ihr alle wisst, ein sehr kritischer Bereich bei den Banken in Amerika. Kriselt es ja doch ein bisschen mehr. Kapital wird von den kleineren regionalen Banken abgezogen, in die großen gesteckt, weil die Leute Angst haben. Und das sind wirklich Milliarden, ich weiß nicht, 170 Milliarden oder was die da weggeflossen sind, weil sie die bei den großen parken. Die Großen wissen gar nicht, was sie mit dem Geld im Endeffekt machen sollen. Kritisch. Und bei denen sieht es auch nicht besser aus. Also da Vorsicht. Trotzdem ein Auge drauf haben, vielleicht ein oder zwei Trades möglich, aber jetzt nicht draufspringen, sondern wenn der Markt korrigiert. Das ist ja das Ziel der Sache. So, jetzt kommen wir zum IWM, Thomas, Tobias. Absolut, ja.
Auch auffällig, dass die kleinen Aktien, das ist ja der Querschnitt der Russell 2000 in Amerika, nicht so performen im Moment. Was spricht gegen die Sache? Wir sind unterm 200er, haben quasi hier einen Deckel drauf, der 50er fällt. Ja, hier ist so ein Schnittpunkt, das dürfte ein starker Widerstand sein. Die Amis achten darauf, wir sind über dem 20er, hier unten. Hier habe ich das mal eingezeichnet, wo es interessant war. Klar, wir sind von der Unterstützung gekommen. Ja, hier ist relativ dynamisch hoch. Dann kommt die Korrektur. Und hier sind wir, ich weiß nicht, ob ihr es seht, hier ist so ein kleiner Umkehrstab. Das ist interessant. Das ist noch etwas sicherer, hier zu screenen nach dem Wert. Ja, wenn du es jetzt hier machst, spekulierst du im Endeffekt schon wieder auf einen Ausbruch. Wo ich darauf hinaus will, ist im Endeffekt, das Potenzial war hier, das ist nur ein R-Risiko bis da oben. Da ist der Markt wirklich hingelaufen. Sehr wahrscheinlich werden auch die Aktien, die halt die Top-Performer sind aus dem Russell, die es ähnlich nachvollzogen haben, sodass du da eine Chance hast, deinen ersten Teilgewinn zu realisieren. Wenn der Markt dann hier durchgeht, bist du mit der Restposition gut bedient. Ja, aber das weiß ich nicht. Für mich wäre es jetzt zu wenig für den 200er. Ich bräuchte so einen Rücklauf nochmal hier zurück, das gleiche Umkehrstab hier. Je tiefer der Hochkurs an dieser volumenhohen Kerze ist, die wir hier haben, seht ihr ja, das Volumen auch hoch, da unten, der Wendepunkt, das deutet darauf hin, da ist das Volumen auch hoch, der Markt hat auch genau reagiert an diesem Volumen tief von dieser Kerze. Das sind die Zonen, auf die ihr achten müsst. Ja. Spannender Markt, mit Sicherheit. Ist aber jetzt auch ein bisschen geprügelt von diesen Banken und so weiter, die da auch relativ viel mit vorhanden sind. Das heißt, er hinkt ein bisschen hinterher. Ja, aber Potenzial wäre da, aber ist für mich noch nicht reif, weil er hier zu viel Widerstand vor sich hat. Ich bräuchte einen Rücklauf, um dann eventuell mal, sage ich mal, mit nach oben zu gehen. Okay, dann haben wir jetzt schon noch 3 Minuten. Das war der Crashkurs mal durch die Märkte. Festhalten kann man. Nasdaq finde ich interessant. Ich glaube, Gold war auch interessant und wenn es etwas korrigiert, genau, wir sehen heute, was macht es. Sieht da relativ stark aus zum Beispiel. Silber, was macht Silber gerade? Ja, auch nicht verkehrt. Ich schaue mir auf jeden Fall mal eine oder andere Silberaktie an und die eine oder andere Goldaktie. Die im Endeffekt auch in der Korrektur sind. Das ist einfach immer wichtig. Okay, dann sind wir schon durch soweit. Ich empfehle euch, einfach mal den Blog, sage ich mal, auch mal anzuschauen. Auch dort schreibe ich ab und zu mal schöne Dinge über das, was wichtig ist im Endeffekt, was Branchen anbelangt und so weiter und so fort zu dieser Strategie. Und den YouTube-Kanal, logischerweise, macht auch absolut Sinn, weil da sind die Aufzeichnungen auch drauf. Na klar sind die auch bei FX Flat, aber ihr seht zum Beispiel, hier könnt ihr euch auch beim YouTube-Kanal im Endeffekt anmelden und dann kriegt ihr auch das ein oder andere Video mit, wenn ich dann mal die Branche empfehle, die aktuellen Signal hat. Durch das Webinar, was wir halten, zu einem bestimmten Zeitpunkt, habe ich halt nicht immer einen Handlungsbedarf für mich. Ja. Es gibt ja in der Woche dann irgendeinen Dienstag oder einen Freitag ein Signal. Und das schreibe ich bei mir im Trade Scanner. Das sieht dann so aus. Wenn ich sage, okay, das ist interessant, dann ist das bei uns im Blog. Und dann seht ihr sowas hier zum Beispiel am 18.04. Das war gestern, habe ich ja geschrieben, okay, schaut euch mal die Wochenunterstützung an. Was mache ich? Das ist sehr interessant, das, was ich mache. Mit einem kleinen Hinweis zu so einem 5-Minuten-Widerstand, was halt in dem Fall technisch interessant ist. Das ist im tradescanner.com oder tradescanner.de. Man kann das 14 Tage kostenlos testen, müsst euch dann aber wieder kündigen, logischerweise. Aber das ist halt, sage ich mal, ein Hinweis. Oft schalten wir so eine Sachen auch frei. Da könnt ihr einfach so mit Blog raufgehen und habt halt den freien Zugriff drauf. Ja, das ist halt, sage ich mal, die Empfehlung. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Analyse. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und schätzt für euch selbst ab. Und das könnt ihr,
im Chart, wie hoch ist das Risiko ungefähr, wo kann es hingehen, und zwar nach oben und nach unten, und passt auf euer Geld auf. Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder, ich hoffe. Schönen Abend noch. Vielen Dank, Carsten. Dir natürlich auch einen schönen Abend und allen Teilnehmern. Ich wünsche eine erfolgreiche Restwoche. Passen Sie auf viele Positionen auf. Und ja, würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Bis dahin, Dankeschön, ciao.